Hi zusammen, Farbstoff hier. Willkommen zu einem neuen Video, wieder mal aus dem Hotel und ja, wieder ich will ein Video machen über die neuesten Neuigkeiten von Raid. Und zwar hat Plarium heute bekannt gegeben, dass mit dem nächsten Patch ebenfalls ein Balancing stattfindet. Und zwar von zwei Champions und wir werden mit dem ersten gleich mal anfangen. Wobei ich sagen muss, dass die Balancing meiner Meinung nach zu wenig sind. Also zwei Champions von gefühlt 99.000 ist schlimm. Kommen wir zu Vitrios. Vitrios ist ein Champ, der kam vor gar nicht allzu langer Zeit ins Spiel, ist ein Void und ist total, naja. Der Champion ist viel zu schwach, ja, also er macht einfach null Schaden, trotz 1700 Angriff. Das ergibt auch diese katastrophale Bewertung hier. Und ja, was sie gebufft haben, dazu kommen wir, gehen wir mal durch die Skills durch. Und zwar gehen wir auf Holy Terror. Und zwar laut der aktuell greift ein Gegner zweimal an. Der erste Treffer heilt diesen Champion um 30% des Schadens und der zweite hat eine gebuckt, in dem Fall 80%ige Chance, einen Angst-Debuff zu verleihen. Und wenn das hier Endboss ist, hat der zweite Treffer stattdessen die Chance, den Geschwindigkeitsverringer mit derselben Chance zu verleihen. Das wird geändert und zwar der zweite Hit, also das, was jetzt, der erste bleibt gleich, der zweite Hit hat eine Chance, den True 4 Debuff für eine Runde zu applyen. Die Chance bleibt dieselbe mit 65%, aber das, was dazu kommt, ist, dieser Debuff kann nicht resistet werden, wenn der erste Hit ihn voll heilt. Also sprich, wenn er danach voll geheilt ist. Also der erste Treffer muss ihn voll heilen. Wenn er nach voller AP hat, kann dieser zweite Treffer, sprich die Angst, kann ihn dann auf keinen Fall, kann nicht resistet werden. Ist das jetzt gut? Macht das diesen Skill besonders gut? Naja, ich weiß es noch nicht. Wobei man jetzt überlegen muss mit den vier, ob das nicht in der Zukunft vielleicht relevanter wird für irgendeinen Boss. Man weiß es nie, ne? Und Plarium macht es oft, dass sie Champions sehr früh bringen und dann ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später gibt es dann einen Boss dazu. Wir wissen es nicht. So, dann haben wir den Sturm der Gerechtigkeit oder Sturm der Gerechten. Lautet die A2, greift alle Gegner an, entfernt vor dem Angriff alle Defense-Steigerer, verbündeten Schutz und Stärkungsbuffs von allen Gegnern. Und dieser Effekt kann ebenfalls nicht standgehalten werden. Ignoriert zudem 30% des Defense-Wertes des Ziels, steigert das Zugmeter dieses Champions für jeden Gegner, der nach dem Angriff noch lebt, um 30%. Ja, so, das ist mal der Skill, wie er bisher war. Und in der neuen Variante ist es so, dass wenn ein Buff entfernt wurde, applyt er außerdem einen Angriffssteiger-Buff und ein Crit-Damage-Steiger-Buff auf diesen Champion für zwei Runden. So, da er aber nicht instant drankommt, er greift alle Gegner an und dann entfernt er. Also er muss erst treffen. Es wäre schön, wenn er vor dem Angriff, entfernt vor dem Angriff, stimmt nicht. Vor dem Angriff, dann kriegt er noch einen Angriffssteiger und Crit-Damage-Buff. Okay, das ist dann ein bisschen Damage-Increase. Aber leider wurde sein Multiplikator von diesem eigentlichen Skill nicht verändert, der sehr schlecht ist. Also der Skill hat wirklich, naja, also für 1700 Angriff würden wir gerne mehr Damage sehen. So, und dann haben wir die A3 bei meiner Hand. Die lautet aktuell, greift ein Gegner zweimal an. Der erste Treffer verdichtet maximale LP des Gegners in Höhe von 25% des Schadens. Und er kann aber nicht mehr als 75% der Gegner vernichten pro Gegner. Wenn das hier der Endboss ist, werden die maximalen LP um 35% gesenkt. Der zweite Treffer von den beiden ignoriert 30% der Zieldefense, sofern keine aktive Fähigkeiten einer Abklingzeit unterliegen. Wenn das Ziel aktive Fähigkeiten hat, die einer Abklingzeit unterliegen, werden stattdessen 50% ignoriert. Sprich, wenn der Gegner vorher dran kam. So, ignoriert Schild- und Sterblichkeits- und Blocke-Schaden-Buffs. Das wird geändert in folgenden Skill. Greift den Gegner zweimal an, jeder Hit ignoriert 30% der gegnerischen Defense und zerstört die gegnerische Max-NLP um 25% vom ausgeteilten Schadens. Und dann ist es so, dass wenn der Gegner auf Cooldown-Skills hat, also sprich so wie jetzt hier beschrieben, machen beide Hits 50% ignoren. Also sprich, er ignoriert mit beiden Treffern die Ziel-Defense und zwar um 30% und beide Treffer ignorieren 50% der Zieldefense, wenn der Gegner unter Abklingzeiten liegt. So, das sind erstmal per se Skills, die, ja, auf jeden Fall Defense ignorieren, aber die Multiplikatoren sind wirklich schlecht. Also mal gucken, wie er sich spielt oder ob er irgendwann noch relevant wird. An sich finde ich ein Damage Increase. Vielen, vielen Dank. Ein Damage Increase hätte diesen Champion gut getan. So finde ich das fast ein bisschen wenig.
wird sehen, wie sie spielt. Es ist so, dass auch die Passive um eine Runde reduziert wird. Und zwar heißt die, setzt sofort die Abklingzeit einer zufälligen aktiven Fähigkeit dieses Champions zurück, wann immer ein Gegner die Abklingzeit an einer seiner Fähigkeiten verlängert. Und dann gibt es noch einen Zusatzzug und so weiter. Die wird auf 4 Runden CD gesetzt. Macht es diesen Champion jetzt gut? Vermutlich nicht. Es ist auf keinen Fall ein Gamechanger. So, dann haben wir die Fraktion ebenfalls die gleiche. Und zwar kommen wir von Holzring. Vielleicht machen sie es auch, weil es jetzt hier Falmond gibt. Und damit diese Lords ein bisschen besser gespielt werden oder beliebter sind, weil dieser Lord ziemlich gut ist, ja, haben sie jetzt Holzring gebufft oder wollen sie buffen. Kommen wir zu dem nächsten Champ, Holzring. Und zwar ist es so, dass sie Wampen Blows, also die A2, glaube ich, ist es, oder die A3. Ne, die A3 ist es mit den dreimal. Genau, Umsturz heißt es, genau. Ja, so. Und zwar lautet der Skill aktuell, greift ein Gegner dreimal zufällig an. Ignoriert im Kampf gegen Ziel die Hex-Debuff unterliegen 25% ihrer Ziel-Defense. Ich habe hier irgendwas im Gesicht. Und ignoriert weitere 25% der Defense gegen Ziel, welche Hex-Debuff von der Fraktion der Bannerlords oder Ritter-Wiedergänger unterliegen. So, also per se erstmal okay, der Skill. Der wird folgendermaßen geändert. Wenn der Gegner unter einem Hex-Debuff liegt, ignoriert jeder Hit 25% der Ziel-Defense, das bleibt gleich. Ignoriert weitere 25%, wenn der Gegner unter einem Speed-Debuff liegt. Und ignoriert dann noch weitere 25%, wenn der Gegner von den Bannerlords oder der Knight Revenants, also sprich der Ritter-Wiedergänger sind. Das heißt, wir haben also standardmäßig beim Hex 25 plus Speed Decrease sind es dann 50% Def Ignore und dann nochmal ein Bannerlord oder Ritter-Wiedergänger als Gegner sind es dann 75% Def Ignore. Er selber applied nur Hex. Ja, also der Speed Decrease müsste von einem anderen Champ kommen. Was meistens der Fall ist, muss man dazu sagen. So, dann haben wir noch Witchfinder, das ist die Hexensuche, das ist die A3. Die lautet aktuell, greift den Gegner viermal zufällig an. Jeder Treffer bietet eine Chance von 75% für 3 Züge einen Hex-Debuff zu verleihen. Champion aus der Fraktion Bannerlords kann diesen Debuff nicht standhalten. Jeder Treffer bietet zudem außerdem die Chance, gebuckt sind es dann 100% bei beiden. 25% des Rundenmeters Ziel zu stehlen. Stiehlt das ein 50% Zugmeter, wenn es wieder Bannerlord oder Ritter-Wiedergänger sind. So, bei Bossen geht es natürlich dann nicht. Wenn das Zugmeter dieser Champions nach dem Raub bei 75% und niedriger steht, wird diesem Champion für 2 Züge ein perfekter Verschleierungsbuff verliehen. Das wird geändert in folgendes. Jeder Hit hat eine 75 gebuckt, 100%ige Chance, einen Hex-Debuff zu verleihen für 3 Runden und einen Speed-Decrease-Debuff für 2 Runden. Also sprich, er macht dann ebenfalls Speed-Decrease drauf. Wenn man das jetzt guckt, dass er für also einen 30% Geschwindigkeitsverringer Debuff mit jedem Hit eine 100% Chance hat, ist die Chance, dass der fällt, gleich 0. Das heißt, das kann man natürlich auch super am Feinheit benutzen. Ein Vierfach-Hit auf den Boss, der dann Speed Decrease applied, kann man auf jeden Fall verwenden, um den Speed Decrease sicher drauf zu kriegen. Und es ist so, dass er einen perfekten Verschleierungsbuff auf diesen Champion für 2 Runden applied. Garantiert, also nicht mehr, wenn irgendwas passiert, irgendeine Bedingung eintrifft, sondern den applied der 100%ig. So, und dann gibt es noch den passiven. Wenn dieser Champion während des gleichen Zugs 2 Ziele angreift, die Hex-Debuff unterliegen, wird diesem Champion ein perfekter Verschleierungsbuff unterliegen. Und der Crit-Schaden wird um 30% gesteigert, wenn der Angriff unter einen perfekten Verschleierungsbuff erfolgt. Das wird folgendermaßen geändert. Wenn dieser Champion angreift, einen Gegner, der unter einen Hex-Debuff und einen Geschwindigkeitsverringer-Debuff liegt, dann wird ihm ein perfekter Verschleierungsbuff hingelegt. Ja, das war's eigentlich schon. Das sind die Änderungen, die sie angekündigt haben. Find's ein bisschen mager, nur 2 Champions. Meiner Meinung nach wollten das inzwischen viel, viel mehr werden. Aber ja, lassen wir es so stehen, nehmen wir es so hin. Würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video am Stream. Sagt mir, was ihr von euch haltet, schreibt es mir in die Kommentare und dann, ich wünsche euch was, bis dann, auf ciao, ciao.